Ja, hallo, ich bin Daniela Wiebe. Ich bin seit ungefähr einem Jahr Leitung in der evangelischen Kita oder evangelisches Familienzentrum Hellpupp und habe dort im Februar angefangen. Ja, und dann kam im März schon Corona. Und seitdem versuchen wir, so gut es geht, durch die Krise mit unserem Team zu kommen. Schön, dass du dabei bist. Daniela hat in ihrer Kita schon erste Erfahrungen mit digitalen Teammeetings gemacht und wird uns heute davon berichten. War es am Anfang schwer, so mit diesem Format zurechtzukommen? Also im Vergleich zu dem Präsenz-Meeting, war Ja, das irgendwie anders oder schwieriger? also im Vorfeld war es erstmal auch so ein bisschen meine Aufgabe, die Skepsis den Mitarbeitern zu nehmen. Die waren schon alle sehr, ja, ich sag mal, negativ dem gegenüber eingestellt, weil sie es einfach schade finden, dass wir uns nicht in Präsenz sehen können. Und da, ja, ist einfach ein bisschen Vorarbeit notwendig, denen die Hemmnisse zu nehmen und zu sagen, probiert es aus, lasst euch drauf ein. Und wir machen das Ganze jetzt schon seit Mitte Februar und da merkt man, dass die Scheu wirklich abgebaut worden ist. So. Schön. Und ja, das klappt gut. Und am Anfang ist es ja so, man sieht dann alle auf dem Bildschirm und einige haben dann Probleme, sich überhaupt zu Wort zu melden. Jetzt ist es teilweise so, dass man die Leute dran nehmen muss und sagen muss, wer zuerst spricht, weil ja einfach die Hemmung weg ist. Das ist auch schön zu sehen. Aber dann ist so der nächste Schritt, jetzt Kommunikationsregeln per Zoom aufzustellen. Welche Ratschläge würdest du denn den anderen Kitas noch mitgeben, die vielleicht noch gar keine Erfahrung damit gemacht haben oder erst so am Anfang stehen? Was würdest du den Kitas sagen? Ja, vielleicht auch einfach mal selbst ein Webinar als Teilnehmer zu besuchen, weil dann kann man gut gucken, was werden da für Tools oder für Funktionen benutzt von dem Moderator und das dann einfach im Anschluss selber auszuprobieren. Man kann ja auch nur mit zwei Leuten ein Zoom-Meeting machen, um einfach die ganzen Funktionen mal zu testen und dann wirklich ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. So und den Leuten die Hemmungen nehmen und immer wieder zu zeigen, was für Vorteile es hat, wenn man sich schon nicht so treffen kann, ist halt besser ein Zoom-Meeting als gar keine Teambesprechung. Und dann auch einfach auch die Zoom-Meetings abwechslungsreich zu gestalten, nicht einfach nur miteinander zu reden, sondern vielleicht auch den Bildschirm zu teilen, um so zum Beispiel den Dienstplan haben dann alle vor Augen, kann jeder dann mitgucken. Und kann dann sowas sagen, oder wir haben jetzt auch schon das Whiteboard benutzt, das kam auch sehr gut an, dass man so ein Brainstorming machen kann. Ja, einfach die verschiedenen Sachen und sich vorher gut überlegen, wie soll der Ablauf des Zoom-Meetings sein und dann da ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ja, das finde Oh. ich interessant. Ja, auch die Breakout-Sessions fanden die Kollegen sehr spannend, dass man dann auch kleine Gruppenarbeiten machen kann und das vielleicht auch einfach mal kurz auszuprobieren, würde ich auch allen Mut machen so, weil das ist eine gute Möglichkeit, auch mal gruppenübergreifend wieder ins Gespräch zu kommen, was im Moment so in der Kita nicht möglich ist. Wenn wir jetzt noch einmal über digitale Teammeetings hinausblicken, das Thema Digitalisierung wird ja immer wichtiger in allen Bereichen. Wie begegnet ihr in der Kita diesem Thema? Setzt ihr zum Beispiel digitale Medien in der Arbeit mit Kindern ein oder nutzt ihr sie zu Dokumentationszwecken? Wo habt ihr da Berührungspunkte? Also bis jetzt ist es uns wichtig, wenig digitale Medien in der Kita einzusetzen, also in der Arbeit mit den Kindern, weil wir finden, in ihrem häuslichen Alltag sitzen sie einfach schon viel vor digitalen Medien, die kommen viel zum Einsatz. Und unser Schwerpunkt ist es im Moment, den Kindern auch zu zeigen, dass es Alternativmöglichkeiten gibt, sich zu beschäftigen und nicht nur mit dem Laptop oder dem Handy oder dem Tablet sich zu beschäftigen, sondern auch rausgehen, Bewegung, Spiele machen. Darum nutzen wir es in der pädagogischen Arbeit wenig. Natürlich googeln wir auch mal das ein oder andere oder zeigen den Kindern dann am Handy ein Bild, um es besser zu erklären. Genau, aber uns ist eben wichtig, dass der Schwerpunkt unserer Arbeit wirklich im echten Tun sozusagen ist. Und so in der Arbeit miteinander, wenn man sagt Dokumentation oder Kommunikation, jetzt abseits, sag ich mal, der Teammeetings mit den Eltern oder mit dem Träger, nutzt ihr da irgendwelche Formen, digitale Formen? Das wird gerade auf den Weg gebracht. Wir haben Tablets bekommen. Jede Gruppe hat ein iPad.
Das finden wir super. Und es wird gerade ein Elternportal auf den Weg gebracht, sodass wir dann über dieses Portal Elternbriefe an die Eltern per Mail rausschicken können, dass jedes Kind einen privaten Zugang sozusagen hat. Also die Eltern können dann nur ihr eigenes Kind sehen, aber nicht die anderen Kinder. Und da sollen dann zukünftig Fotos hochgeladen werden oder eben die pädagogische Arbeit dokumentiert, damit die Eltern leichter einen Zugriff auf die Dinge haben, die wir so machen. Also, dass wir es transparenter machen können, was tun wir. Und dann ist auch geplant, dass wir unsere Dokumentation, also Beobachtungen oder auch zum Beispiel das Mittagessen, die Abrechnung dafür, alles über dieses Tablet abwickeln können. Und die Eltern können so dann auch ihr Kind anmelden und abmelden zum Mittagessen oder auch am Tag. Oder wenn die Kinder in den Ferien sind, kann man schon im Vorfeld die Kinder abmelden dafür. Also das ist im Kommen in unserer Kita. Ja, und nutzt ihr auch Möglichkeiten von Online-Fortbildung jetzt abseits von Kick? Also da ist es so, ja, dass da auch die Kollegen einfach noch ihre Hemmungen ein bisschen verlieren müssen. Es war ja immer nett, sich zu einer Fortbildung zu treffen, sie zu besuchen in Präsenz. Aber die Vorteile eines Webinars sind ja da, dass man keinen Fahrtweg hat. Man kann auch mal ein Webinar besuchen, das sonst vielleicht in Süddeutschland wäre. Und das ist auch noch im Kommen. Also die jüngeren Kollegen, die nutzen das schon eher, sind auch begeistert davon, aber die älteren Kollegen, da ist noch ein bisschen Vorarbeit nötig, dass auch da die Webinare besser genutzt werden. Ist ja auch ein Prozess. Genau. Und welche Bedarfe siehst du hier noch für eure Kita? Wie könnte euch konkret geholfen werden, um das Thema Digitalisierung noch weiter voranzutreiben? Ja, also in Form von Fortbildungen oder Webinaren dann erstmal, wie die Technik funktioniert. Also viele haben ja vielleicht ein Android-Gerät zu Hause und kein iPad, dass man einfach weiß, wie funktioniert es überhaupt, da die Hemmungen abzubauen und nicht zu sagen, hier habt ihr und probiert es selber aus. Und ja, dass man vielleicht auch irgendwie ein Tool schafft oder eine Übersicht, wo findet man die ganzen Webinare, weil es ist ja schon zeitaufwendig, sich das ganze Internet zu klicken, wer bietet was an. Und dass es irgendwie besser gebündelt würde, damit man schneller sehen kann, aha, da würde ich mich gerne fortbilden. Was gibt es denn da für Webinare? Und wenn man jetzt nochmal abseits von Fortbildungen blickt, zum Beispiel das Thema Ausstattung, zeitliche Ressourcen, gäbe es da auch noch etwas, was euch helfen würde? Ja, Zeit ist ja immer sehr knapp, so, aber ja, da sehe ich wenig möglich, also realistische Möglichkeiten, weil wir eben unsere Personalstunden haben und durch die Gruppentrennung braucht man die auch wirklich am Kind. Also da würde mir jetzt keine realistische Möglichkeit einfallen, wie man das hinbekommt. Okay. Dann sage ich vielen Dank, Daniela, für das schöne Gespräch. Ich fand es sehr interessant. Ich hoffe, euch Kitas da draußen hat es auch gefallen. Tschüss und macht's gut. Tschüss, Daniela. Tschüss.